So, willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe Oxidationszahlen und Redoxgleichungen. Im ersten Teil haben wir gelernt, wie wir in einer Verbindung die Oxidationszahlen bestimmen können. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns ansehen, wie wir mit Hilfe der Oxidationszahlen die Redoxgleichungen aufstellen können. Dazu werden wir uns zwei Beispiele ansehen. Eine einfache hier, die Synthese von Wasser, und im zweiten Teil werden wir uns eine kompliziertere chemische Reaktion uns ansehen und werden dann unser Wissen dann noch ein bisschen vertiefen. Um jetzt die Redoxgleichung von solch einer Gleichung aufzustellen, brauchen wir zunächst die Oxidationszahlen, und da wissen wir, dass die Oxidationszahlen bei Molekülen, die aus gleichen Atomen bestehen, immer gleich 0 ist. So, die beiden Moleküle auf der linken Seite haben die Oxidationszahl 0, weil sie aus gleichen Atomen bestehen. Rechts haben wir ein gemischtes Atom, und da haben wir ja gelernt, dass der Wasserstoff immer als Oxidationszahl plus 1 hat und Sauerstoff immer minus 2. Normalerweise schreibt man die Oxidationszahlen in römischen Zahlen auf. Ich habe jetzt mal die normalen Ziffern gewählt, weil das für mich einfacher ist. So, was ist hier passiert, wenn wir uns den Wasserstoff zuerst angucken? Der hat links eine Oxidationszahl von 0 und rechts plus 1. Das heißt, da muss der Sa Wasserstoff Elektronen abgegeben haben. Und Elektronenabgabe ist ja Oxidation. Und der Sauerstoff hat hier links 0 als Oxidationszahl und rechts minus 2. Der muss die Elektronen aufgenommen haben. Und Elektronenaufnahme ist Reduktion. So, jetzt schreiben wir uns die Reaktionsgleichung für die oxidierten Stoffe und die Reaktionsgleichung für die reduzierten Stoffe nochmal getrennt auf. So, wir haben jetzt die Reaktionsgleichungen für die Oxidation und die Reduktion nochmal getrennt aufgeschrieben. Bei der Oxidation hat das H2, das ist dieses H2, Elektronen abgegeben, sodass das rechte H2 hier in dem Wassermolekül eine einfache positive Ladung hat und zweimal einfache positive Ladung. Das heißt, es müssen zwei Elektronen hier abgegeben worden sein. Bei dem reduzierten Sauerstoff, da ist O2 und rechts haben wir O. Das passt nicht, weil wir links hier zwei O's haben. Also müssen wir hier zweimal das O aufschreiben. Und wenn jedes O zweifach negativ geladen ist und ich zwei O's habe, muss ich also vier Elektronen aufgenommen haben, damit dieses O2-Molekül, was ja aus dieser Seite der Reaktionsgleichung stammt, muss dann also vier Elektronen aufgenommen haben, damit wir zweimal O2, minus auf der rechten Seite erhalten. So, das ist also die Gleichung für die Oxidation und die Reduktion. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Anzahl der Elektronen an. Bei der Oxidation sind zwei Elektronen im Spiel, bei der Reduktion sind es vier. Das geht nicht, es müssen genauso viele Elektronen abgegeben wie aufgenommen werden. Also müssen wir die Anzahl der Elektronen gleich machen. Dazu nehmen wir die Oxidationsseite mal 2, damit wir auf vier Elektronen kommen. Und hier haben wir schon vier Elektronen. Pro forma schreibe ich das nochmal hin. Das müssen wir mal 1 nehmen. Und jetzt schreiben wir die gesamte Redoxgleichung zusammen auf. Ich nehme eine andere Farbe. So, hier gehen wir dann so vor, dass wir erst die Stoffe der linken Seite der Reaktionspfeile aufschreiben. Also diese. Da haben wir oben H2 plus, jetzt kommen die unteren Stoffe dran, O2 plus 4E minus. Und jetzt schreiben wir alles zusammen auf, was rechts nach dem Reaktionspfeil kommt. Da ist oben bei der Oxidation H2. Und da wir das Ganze ja mal 2 genommen haben, haben wir dann hier 2 mal H2. Und genauso mit den zwei Elektronen hier oben bei der Oxidation. Das Ganze mal 2 ist also dann 4 Elektronen, die hier abgegeben werden. Und oben sind wir fertig. Und jetzt kommt der untere Teil dran. Da haben wir 2 mal O minus 2. Jetzt kürzen wir alles weg, was in beiden Seiten vorhanden ist. Das sind die 4 Elektronen hier links und die 4 Elektronen hier rechts. Die fallen weg.
Dann habe ich als Gesamtergebnis hier links H2. Da ist natürlich ein Fehler passiert hier. Das sind zweimal H2, das muss ich noch mal kurz erklären. Da ich die obere Zeile alles mal 2 genommen habe, muss ich natürlich dieses H2 hier auch mal 2 nehmen. Das heißt, da entstehen dann zweimal H2. Das hatte ich kurz übersehen, sorry. Und ansonsten bleibt alles so. Die vier Elektronen sind weggefallen und hier rechts haben wir H plus und O minus. Entgegengesetzt gepolte oder geladene Teilchen ziehen sich an. Und aus diesem 2H2 plus 2O werden 2H2O. Dann überprüfe ich ganz schnell, ob die Anzahl der Teilchen rechts und links gleich ist. Wir haben hier 4Hs. Hier haben wir 2 mal 2 sind auch 4H. Links haben wir dann 2Os und 2 mal O sind auch 2O. Die Anzahl der Teilchen links und rechts ist gleich und damit bin ich jetzt fertig. Das war jetzt das einfache Beispiel. Jetzt werde ich einen etwas schwierigeren Fall besprechen. So, hier die Aufgabenstellung für das zweite Beispiel. Wir haben Methanol. Reagiert also in saurer Lösung. Das ist jetzt wichtig. Saure Lösung heißt, dass wir hier H3O plus Ionen haben. Würde das Ganze in basische Lösung stattfinden, dann hätten wir OH minus. Das ist ein Trick, auf den man aufpassen muss. In saure Lösung heißt immer, da sind H3O plus Ionen im Spiel. Dann haben wir Kaliumpermanganat-Ionen, MnO4 minus. Und dann haben wir Methanal, HCOOH und Mangan-2-Ionen. Das ist die Ladung, die 2. Das sind also Mangan-2-Plus-Ionen. Und dazu stellen wir jetzt mal die Reaktionsgleichung erstmal auf. So, das ist also die Reaktionsgleichung, die wir aus der Aufgabe aufgestellt haben. Hierzu kommen noch H3O+-Ionen und Wasser, die wir dann aber gleich einsetzen werden, wenn wir die Elementarladungen ausgleichen. Zunächst einmal müssen wir die Oxidationszahlen hier nochmal bestimmen. Hier haben wir den Fall, dass wir das H plus ist immer 1, H ist immer plus 1, O ist immer minus 2. Und wenn wir das Ganze dann zusammenrechnen, dann kommt die Oxidationszahl des Cs raus. Und zwar sind es 3 mal 1 sind 3, plus 1 sind 4 plus, minus 2, 4 plus, minus 2 sind 2 plus. Und um 2 plus auszugleichen, muss hier der Kohlenstoff minus 2 als Oxidationszahl haben. Dann schauen wir uns das mal hier rechts an. Hier haben wir minus 2 für den Sauerstoff. 4 mal minus 2 ist minus 8. Und dann muss das Mangan plus 7 haben, weil insgesamt muss ja dieses Ion eine negative Ladung noch haben. Das heißt, 4 mal minus 2 sind minus 8 und plus 7 sind minus 1 und das kommt dann auch hin. Auf der rechten Seite des Reaktionsfalls haben wir hier plus 1, hier haben wir plus 1, minus 2 und wir sehen, dass minus 2 und das Plus der Wasserstoffatome sich ausgleichen, so hat der Kohlenstoff hier 0 und ein Ion hat dieselbe Oxidationszahl wie seine Ladung und zwar ist das dann hier 2 plus. So, was hier auffällt, ist, dass der Kohlenstoff Elektronen abgegeben haben muss. Das hatte ja vorher eine Ladung von minus 2, jetzt hat es eine Ladung von 0. Das heißt, hier haben wir eine Oxidation. Und das Mangan hat Elektronen aufgenommen. Das hat nämlich von plus 7 ist es auf plus 2 gekommen. Also hat es 5 Elektronen wohl aufgenommen. Und Elektronenaufnahme war ja Reduktion. Jetzt haben wir also das reduzierte und das oxidierte, den oxidierten Teil dieser Reaktion herausgefunden. Jetzt müssen wir die Funktionsgleichungen für die Oxidation und die Reduktionsgleichungen bzw. die Reaktionsgleichungen aufstellen. So, hier haben wir jetzt die Oxidationsgleichung aufgeschrieben. Das C hier bei CH3OH, also bei dem Methanol, wird dann beim Methanal
zu C0 als Oxidationszahl. Das heißt, hier müssen zwei Elektronen dann abgegeben worden sein. Das sind die Elektronen, die dann hier das C zweifach negativ geladen hatten. Und da die ganze Ladung rechts wie links eigentlich neutral ist, die beiden Moleküle nach außen neutral sind und diese zwei Elektronen nicht einfach hier in der Lösung herumschwirren können, müssen sie aufgefangen werden durch die H3O+-Ionen, die wir ja oben schon besprochen hatten. Das heißt, hier kommen dann plus 2 H3O+, sodass die Ladungen sich ausgleichen. Diese zwei negativen Elektronen werden hier durch dieses 2 H3O+ neutralisiert sozusagen. So, schauen wir uns die Reduktion an. Bei der Reduktion sehen wir, dass wir hier 5 Elektronen ins Spiel bringen müssen, denn das Mn hat ja als Oxidationszahl plus 7 und hier hat es plus 2. Das heißt, es muss 5 Elektronen aufgenommen haben, um die Oxidationsstufe plus 2 zu erreichen. Und wenn wir uns jetzt die gesamte Ladung ansehen, links haben wir einmal Minus und fünfmal Minus machen sechsmal Minus. Schreiben wir uns mal so auf, sechsmal Minus. Und hier haben wir plus 2 als Ladung auf der rechten Seite. So, wie viele H3O+ Ionen müssen im Spiel, damit aus 6 minus plus 2 werden? Das müssen natürlich 8 H3O+ sein, denn 8 mal H3O+ gleicht die 6 negativen Ladungen auf der linken Seite aus. Es bleiben dann zwei positive Ladungen hier vom H3O+ noch übrig. Und die sehen wir dann hier. So, jetzt müssen wir noch die Anzahl der Elektronen gleich machen, denn es werden ja nur so viele Elektronen abgegeben, wie auf der anderen Seite auch aufgenommen werden. Hier haben wir also 5 Elektronen bei der Reduktion, hier haben wir 2 Elektronen bei der Oxidation. Und um das gleich zu machen, wird die Oxidationsseite mal 5 genommen. Ja, so viel wie hier an Elektronen sind. Und die Reduktionsseite wird mal 2 genommen, damit wir auf die gleiche Anzahl der Elektronen kommen. So, vielleicht verschieben wir das Ganze auch nach oben, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt schreiben wir alles nochmal einzeln auf, und zwar zusammen. Also die Redoxgleichung ist dann 5 mal die Oxidationszeile. Fangen wir mal mit links vom Reaktionspfeil an. Das sind 5 mal CH3OH. Dann ist die Oxidationsseite fertig. Jetzt wird das addiert. Und zwar wird dazu addiert die Reduktionsseite links vom Pfeil. Das wird alles mal 2 genommen. Dann haben wir 2 mal MnO4 minus plus 10 Elektronen plus 16 H3O+. So, daraus entsteht jetzt die rechte Seite, das HCOOH, unser Methanal, wird auch mal 5 genommen, also 5 mal H COH, dann kommen 5 mal 2 Elektronen und 5 mal 2 H3O+, also plus 10 Elektronen plus 10 H3O+. Und jetzt wird dazu noch addiert der Teil der Reduktion. Und zwar der Teil, der rechts vom Reaktionspfeil steht. Und das alles wird mal 2 genommen hier. Also plus 2 Mn 2 plus. So, es ist jetzt ein bisschen, ja, vielleicht unübersichtlich geworden, aber ich hoffe, ich schreibe mal diese 10 hier vor dem H3O+. Vielleicht wird es dadurch leserlicher. Und jetzt müssen wir auf beiden Seiten erstmal das wegkürzen, was kürzbar ist. Zum Beispiel können wir
10 Elektronen, die wir links haben, und 10 Elektronen, die wir rechts haben, schon mal wegkürzen. Dann haben wir hier 16 H3O plus und hier haben wir 10 H3O plus. Das kürzt sich weg und hier bleiben dann, wenn wir hier 10 H3O plus wegnehmen, 6 H3O plus übrig. Jetzt schreiben wir mal alles nochmal genau auf. Also die Gesamtgleichung ist dann 5C H3 OH plus 2 MnO 4 minus plus 6 H3O ergibt 5 HCOH und plus 2 Mn 2 plus. Jetzt zählen wir ganz schnell die Anzahl der Teilchen und wenn die übereinstimmen, rechts wie links, dann haben wir das alles richtig gemacht. Wir haben 5 mal C, wir haben rechts 5 mal C. Wir haben 5 mal 3H sind 15H, plus 1 sind 16H und plus 6 mal 3 sind 18. 18 plus 16 sind 34H. Haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier noch Wasser hinzufügen. Und zwar haben wir nochmal 15, 16 plus 18 sind 34 und 34 heißt, da müssen wir 17 mal Wasser nehmen, weil 17 Wasserstoffmoleküle haben 34 H's. Dann gucken wir mal, ob die Zahl der O's auch gleich hinkommt. Dann schauen wir uns weiter an. Wir haben hier 5O plus 2 mal 4 sind 8, sind 13 plus 6 mal sind 19. So, ich habe das mal jetzt nochmal durchgezählt. Bin jetzt auf 14 H2O gekommen und das gleicht dann alles aus. Und somit sind wir dann fertig mit dieser Gleichung.